Oh, das war zu spät gebremst. Viel zu spät. Klar. Ich hatte ein Dingenspraktikum. Lewis Hamilton ist aus dem Rennen. Jawohl. Das ist schön. Und jetzt noch ein Safety Car hinterher. Gut wäre es schon, dann könnte ich trotzdem reichen. Jawohl. Ja, Moment. Ja, würde ich ja gerne. Ja, warte doch mal. Hier, Strategie. Wie sieht denn der neue Plan aus? Strategie ändern. Heißt doch. Ja, ich wechsle jetzt auf Rot und dann auf Gelb nochmal. Also quasi mein letzter Stop, den ich regulär gemacht hätte, wäre Gelb gewesen. Ja, weiß ich. Aber ich kann es nicht. Warum kann ich nicht? Ist nicht mehr laut. Früher durfte man tanken. Jetzt nicht mehr. Muss man nicht mehr tanken, ne? Darf nicht mehr. Sicherheitsmaßnahmen. Also sprich, du darfst nur noch die Reifen wechseln, es wird nicht mehr bekannt. Reifen wechseln, Flügel wechseln, kaputte Sachen. Naja, austauschen geht schlecht, aber. Ja, reduziere, lass mich in Ruhe. Ich muss jetzt in die Box. Aber Rosberg geht auch in die Box. Das heißt, ich fahre weiterhin gegen Rosberg. 5, 4, 3, 2, 1. Bitte, bitte, bitte. Alter, Alter, ja. Das war Glück. Ich hätte. Okay, Rosberg ist wieder draußen. Jetzt keiner hinter mir, dann bin ich weiter hinter mir. Okay, sehr schön. Das heißt aber auch keine Abwartestrategie, sondern versuchen aufzuholen und überholen. Ich fahre jetzt regulär gegen Rosberg. Weil alle, die durchgefahren sind, haben ältere Reifen. Sie müssen nochmal Boxen stoppen. Ich auch. Aber die schaffen es nicht durch. Gehe ich von aus. Okay. Also ich muss jetzt eigentlich nur an Rosberg dranbleiben. Aber das Safety Car ist noch da. Ja. So. Zumindest aufholen. Okay, wieder auf Mager gestellt. Was hat Rosberg? Rosberg hat Mediums, okay. Jetzt haben wir genau die umgekehrte Strategie wie vorher. Moment, Fahrer vor mir. Rosberg vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,7 Sekunden. Sie fahren mit 9 Mediums. Ja, und wie viele Boxenstops machen die jetzt noch? Wäre schön, wenn du mir das sagen würdest. Mit Mediums, die können nicht durchfahren. Die müssen genauso wie ich nochmal stoppen. Wobei ich. Ja, ich weiß nicht. Das ist jetzt echt Pokern mit den Reifen. Ich muss schauen, dass ich schnellstmöglich weiterfahren kann, um den noch zu kriegen. Hoppala. Hallo. Ja, aber das ist logisch hinterm Safety Car. Ich meine, alle fahren gleich schnell. Bernd Mailänder hat viel zu tun. Das ist der Fahrer vom Safety Car. Das weiß ich sogar. Weißt du was? Und was ist er früher gefahren? Formel 1. Nein, DTM. Das ist gleich hier. Auch bei Mercedes. Ich glaube ja. So, Verstappen geht nicht rein, der hat immer noch alte Reifen. Infos führende? Gibt's hier? Wir werden den Winkel der Frontflügelflaps auf minus 1 einstellen. Einstellen der Flaps die auf Idioten. Minus 1 beim nächsten Boxenstopp. Führender. Sebastian kommt gerade an die Box. Sebastian an der Box. Lass mich doch mit. Dankeschön, es ist mir egal, auf was ihr das jetzt einstellt. Was haben wir denn noch? Beim mittleren. Starkes Tempo-Regel? Will ich alles nicht wissen. Wie bitte? Die Verbindung bricht ab. Ja, ist besser so. Das habe ich nicht verstanden. Nochmal bitte. Update, beste Runde? Okay. Jeff, sei leise. Wie schön, der ist immer hinten. Aber tatsächlich, Raikkonen regt sich auch immer drüber auf. Er will nicht angefunkt werden. Er hat keinen. Er will während des Rennens nicht reden. Ich habe irgendwas mit gelesen, dass das überhaupt so verboten werden soll und dass sie miteinander kommunizieren, darf er zwischensprechen oder? Die dürfen insofern nicht mehr miteinander kommunizieren, dürfen keine
bestimmten Tipps mehr geben, was von den Einstellungen geändert werden muss. Die müssen jetzt, also müssen die Fahrer immer selber machen. Okay. Aber das Hamilton raus, das ist schon mal gut für die insgesamte Meisterschaft. Wir fahren jetzt hier eine Meisterschaft. Das heißt, auch am Ende werden die Punkte immer zusammengerechnet, weil ich bin zu faul, immer ein schnelles Rennen zu machen und dann die Punkte selber zusammenzuzählen. Das wäre doof. Deswegen lasse ich es die Meisterschaft machen. Und wenn Hamilton keine Punkte hat, habe ich schon mal gute Chancen. Das heißt, ich fahre momentan nur gegen Rosberg. Und Verstappen und Ricciardo. Oh, yeah. Aber ich weiß immer noch nicht, wie ich hier jetzt vorbeikommen würde. Die Runde wahrscheinlich, hoffentlich, ich weiß es nicht. Was steht denn da noch so drauf auf meinem schlauen Zettel? Reifen haben wir erklärt. Fahrer, ja. Wichtigste Fahrer. Rosberg, Hamilton von Mercedes. Momentan auch Führende in der WM und Konstrukteursweltmeister zum jetzigen Zeitpunkt schon. Der Australier. Ricciardo und Verstappen. Verstappen, der auch vor uns fährt. Oh, hallo, Grünfläche. Ups. Reifen kaputt machen, das ist schon. Von Red Bull. Auch sehr gut momentan. Ricciardo liegt in der Weltmeisterschaft momentan auch vor Vettel und Raikön an dritter Position. Ja, dann haben wir die beiden Ferraris. Raikönen und Vettel. Wo Vettel gerade liegt, Moment. Teamkollege-Info. Okay, die Boxencrew wird dir die Flaps auf. Du immer mit deinem scheiß Flügel, Alter. Ja, du musst doch nicht entsprechen. Information, Teamkollege. Was? Oh Mann. Ihr habt ein Kommunikationsproblem, daran solltet ihr arbeiten. Ricciardo hinter dir, der Abstand zum Hintermann beträgt 1,2 Sekunden. Sie fahren mit Alpen-Medium. Okay, Safety Car kommt wieder diese Runde rein, dann machen wir das gleiche. Moment, hier zack, fett. Ich hab 3 Runden plus. Chef, sei leise. Reifen sehen annehmbar gut aus, solange der Flügel jetzt nicht kaputt geht. Sagt er und fuhr in den Gegner. Ja, momentan ist es egal. Nicht so nah dran. Du hast gesagt, ich soll dranbleiben. Ja, aber nicht so nah. Ich soll bei ihm bleiben, nicht in ihm bleiben. Ja, ich würde ihn gerne hier abdrängen. Ne, geht nicht. Nein, nicht langsam, ich habe einfach keinen Platz. Aber. Ja, natürlich. Windschatten, da vorne kommt eine Kurve. Oh, das war. Weiß ich nicht, ob das gut war, aber das hätte böse enden können. Und. Oh, ich habe mich jetzt wieder gefangen. Alter. Meine Beine zittern etwas. Nein, wirklich ohne Scheiß. Einfach nur rechts drauf drücken, Gas. Moment, wo war die Kupplung? Bei einem zweipedaligen Pedal? Verdammt. Okay, den Verstappen, den wollen wir uns jetzt auch. Hoffentlich. Boah, Alter, schon wieder die Kurve. Einmal noch und ich hab die blöde Verwarnung. Wir ziehen eine alternative Strategie in. Nein! Lass mich, geh weg! Nein. Lass mich, ich muss jetzt erstmal überholen irgendwie. Warum muss dieses Set dauernd labern? Weil das kann. Spätestens auf der Geraden, wenn ich keinen Fehler mache, habe ich mehr, oder in der Kurve jetzt. Der ist noch neben mir. Nicht so weit oben, mach sie rüber. Kann ich nicht, ich habe jetzt hier noch eine Kurve. Ha, hab ich. Ja, natürlich wieder. Ein paar Informationen zu Nasser. Er wird wieder schneller. Glaube ich, dass sie das Problem lösen konnten. Das ist schön für ihn. Interessiert mich aber nicht wirklich. Und ich habe mich wieder verbremst. Aber auf den Reifen ist es wurscht.
Also auf den rechten, weil irgendwie die linken nur sehr stark mitgenommen werden. Oh, schau, eine Stelle raus. Ja, ich schaue, dass ich jetzt so 10 Sekunden rausfahre, was ich wahrscheinlich eh nicht schaffe, bevor die Reifen abbauen. Genau. Damit ich meine 3 Sekunden auf jeden Fall irgendwie drin habe. Weil ich muss ja dann stoppen. Dann. Warte mal. Sind wir in der 18. Ich will maximal 8 Runden mit den anderen fahren. Das heißt, ich muss jetzt. In welche Runde muss ich kommen? 18. Das Ding ist Aussage deines Boxenmanagers, Sepstar, der hat gesagt noch 10 Runden, das waren dann bei Runde 22. Dass du rein musstest. Hä? Achso. Nachdem du neuen Reifen drauf hattest, hat er gesagt, du kannst 10 Runden fahren und dann haben wir gerechnet, dass du dann bei Runde 22 ist, wo du reinkommen musst. Und dann musst du noch eben locker flockige 7 Runden mit deinem Weißen. Ja, mit dem Weißen fahre ich ganz sicher nicht am Ende. Ach, ich habe jetzt schon 2. Sätze. Ich habe einmal weiß gefahren und einmal rot. Ich schaue, dass ich das Rennen auf roten Reifen zu Ende fahre. Das heißt, ich muss irgendwie schaffen, mit denen hier so weit zu fahren, dass ich mit dem letzten Satz nur noch 7 Runden fahren muss. Okay, und vor allem musst du jetzt erstmal Vorsprung ausfahren. Lass doch mal hören, wie viel dahinter man hinter uns stand. 2-3 Sekunden. Nur. Ja, ich fahre zu schlecht. Du könntest auch oben rechts gucken. Oh, das war schon wieder knapper Abkürzung. Oben links gucken. Wenn ich über das Start und Ziel fahre, dann steht oben links der Abstand. Ah, okay. Ich kann da nur leider nicht hingucken. Okay, dann ich da mal hin, jetzt mache ich das hier wieder Rasen hast. Mach ich eh schon die ganze Zeit. Du hast sowieso 3 Sekunden Strafe schon, ne? Nein, achso, ja, das ist klar. Jetzt müsste gleich wieder stehen, wie viel Abstand ich zu dem habe. Ja. Nicht viel. 3,1 Sekunden, ja. Das ist okay. Wenn ich jetzt nicht noch die Runde verkackt, dann wird die auch ganz annehmbar, glaube ich. Halleluja! Lass mich doch! Ich will dich dann erstmal sehen, wenn du hier Formel 1 fährst, ja? Ja, ganz gechillt, easy. Klar. Okay, ich bin über Start und Ziel, da kommen die gerade erst in die Dingens rein, schnellste Runde gefahren. Oh oh. Sobald man auf Randstein kommt, ist vorbei. Da ist kein Grip, da rutscht man weg. Wie du es immer wieder schaffst, die schnellste Runde zu fahren, das wundert mich. Ja, das wundert mich auch. Aber ich kann halt frei fahren, ich habe die schnellsten Reifen und ich fahre momentan noch auf Fett. Oder die anderen fahren noch schlechter als du. Ja. Nee, eigentlich nicht, die bremsen nur anders als ich. In der Runde wäre jetzt nicht die schnellste Runde fahren. Nein. Verstehe ich nicht, wieso? 2 Runden habe ich noch über, wo ich fett fahren kann. Wobei ich mir das dann eher fürs Ende aufheben sollte eigentlich. Wenn ich es dann brauche, um gegen die anderen roten Reifen, gegen Rosberg zu fahren. Oder ein Stand. Weil die können jetzt noch lang fahren. Moment, Fahrer hinter mir. Nein. Bestätige. Was hat er bestätigt? Will nicht rein. Fahrer hinter mir. Ja, das geht. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 30,8. Die müssen doch mal reinkommen. Die können mit alten Mediums nicht durchfahren. Hoffe ich. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, sind noch 9 Runden. Das schaffen wir. Ich bin bei 36%. Okay, geht noch. Wann ist die Fahrzeit bereit für Wechsel? 50, 60, 70 Prozent, sowas in der Richtung. Also ab 60 Prozent kann es sein, dass man Platten kriegt. Oh, okay. Und dann ist natürlich Kacke. Also, Mann! Alter. Das Gefühl, du reagierst auf diese gelbe Bande wie ein Stier auf das rote Bild. Nein, die Reifen bauen ab. Ich rutsche weg. Ich fahre zwar schlecht, das ist klar, aber ich brauche jetzt nur ein bisschen blöd beschleunigen und ich bin weggerutscht. Ja, man sieht's.
Ja, okay, die Kurve mache ich immer falsch. Das ist, okay. Das ist normal. Jetzt müssen wir wissen, kommen die anderen noch mal rein? Ich gehe davon aus. Wir machen den Boxenstopp, die holt sich noch was Alben. Dann solltest du das vielleicht haben. Warte mal, wir sind jetzt dann in der 22. Runde. Das heißt, ich fahre noch eine Runde. Ne, eigentlich, ich muss jetzt in die Box. Verdammt. Ne, ich fahre noch eine, sonst klappt das mit den Befehlen nicht. Das ist schön für dich, interessiert mich gerade nicht. So, jetzt machen wir eine sehr schnelle Runde. Weiche Reifen aufziehen. Ne, es ist Schwachsinn. Rote Reifen aufziehen. Moment, das sind rote. Nein, nicht mittlere. Super soft aufziehen. Danke. Boxenstopp. Ja, ich kann doch jetzt. Es muss erst mal die Dingens fahren. Okay, SS-Reifen sind schon mal eingestellt. Ja, 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 ist gut. Griechen, Griechen. Boxenstopp. Alter, wie lang ist der denn? In der Box. Boxenstopp? Doch, jetzt Boxenstopp. Kannst du das wiederholen? Wir hören dich schlecht. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde rein. Dankeschön. Dankeschön. Ne, vorbei war nicht das Problem, sondern dass ich halt nicht die Kommandos geben konnte, weil sonst hätten die mir gelbe drauf getan und damit hätte ich nicht mehr so gefahren. Ich muss einfach hoffen, dass Rosberg auch nochmal in die Box muss. Weil dann kriege ich ihn irgendwie. Die Mediums, die sind gut, aber der fährt schon lang damit. Der fährt ja genauso lang wie ich jetzt. Wahrscheinlich fährt er jetzt genau wie ich. Nee, tut er nicht. Okay. Okay, ich kriege jetzt die SS-Reifen. Jetzt darf ich hoffen. So, da hinten kommt noch Bottas in der Kurve. Das heißt, ich falle auf Platz 4, wenn da jetzt noch mal einer kommt. Ja genau, da hinten kommen noch welche. Oh, das wird eng. Aber ich glaube, die müssen alle noch mal. Ja, da kommen die ersten. Okay, jetzt muss ich mich an Raikönnen ranhängen. Und jetzt nicht von dem da hinten abgeschossen werden, der da hinten kommt. Dann habe ich gute Chancen, irgendwie hier noch den Sieg davon zu tragen. Schon mal fett. Wow, das erste Mal, dass ich die Kurve nach dem Boxenstopp gekriegt habe. Ohne groß nachzudenken. Was habe ich? Ohne groß nachzudenken. Ja. Okay, das sind die vor mir Platzierten. Die muss ich direkt überholen, aber eigentlich müssten die jetzt auch in die Box kommen. Also sollte ich mir nicht an denen irgendwie den Frontflügel oder sonst was kaputt fahren. Na schau her, die Kurve, da rutsche ich immer. Weil ich zu früh Gas gebe, da ist halt so, ne? Du sollst ja auch mehr die Power zum Fahrzeug stellen. Viel. Genug. Ich muss halt dann noch gegen Rosberg die 2 Sekunden, die 3 Sekunden Strafe rausfahren, irgendwie. Das wird schwierig. Ach, schießt euch ab, ist mir egal wie. Auch noch aufhalten. Die halten mich nicht auf. Nein, nein, jetzt. Okay, ein. Nein, nein, nein. Das war so klar. Ich fahre damit zu Ende, das ist mir egal. Es wird schwer. Das war so dumm. Ich wusste, dass es passiert. Wo ist Rosberg? Das ist die Frage. Mit orangenem Frontflügel ist es halt sauschwer zu fahren, weil die Kurven so viel schwerer sind. Aber es könnte klappen. Irgendwie. Weil die Kurven, die meisten, relativ langsam sind. Okay, die fahren alle noch mit weißen Reifen. Entweder ich habe mich jetzt vollkommen verkalkuliert und mir das Rennen kaputt gemacht, aber die zwei kann ich noch holen. Lass mich in Ruhe jetzt, bitte. Okay, den kriege ich in der Kurve jetzt. Vielleicht beide? Nein, nur einen. Okay. Das war gut. Ich fahre irgendwie besser mit dem Frontflügel.
Ich rutsche nicht so viel. Schau mal her, wie gut ich da aufholen kann. Oh, das ist böse. Nee, 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 das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Doch, ich mach's. Nee, doch nicht. Aber jetzt bin ich eventuell schneller. Du musst jetzt die Geschwindigkeitsbüschers mitnehmen und vorbei. Ja, aber hier. Ja. Nicht auf der anderen Seite. Und nicht nachgehen. Jetzt gehen drücken. Nee, der ist schon hinter mir. Okay, Moment. Was für ein Platz sind wir? Okay. Bottas ist vor mir. Bottas ist da vorne. Ich sehe ihn. Oh, oh, oh. Ja, das ist das Problem in der Kurve jetzt, ne? Ach, Button war das, den ich da hatte. Jetzt kann der natürlich aufmachen. Das ist doof. Aber ich komme trotzdem näher ran. Ich kann trotzdem näher ran, ohne aufmachen zu können. Nee, machen wir mal nicht. Okay, es geht ohne den, das Teil von Frontflügel zu fahren. Nee, dann geht's gar nicht mehr. Schau her, ich kann die Kurve nicht mehr voll fahren. Das ist das Problem. Oh. Okay, der war auch beim Boxenstopp. Junge, halt deinen Maul. Jede Strategie tötet mich jetzt. Ich muss jetzt zu Ende fahren. Ja. Das Einzige, was ich jetzt noch schaffen kann, ist Platz 3 mir zu holen. 3 Sekunden vorzufahren und dann war's das. Mehr schaffe ich nicht mehr. Easy. Ich würde eher auf den undankbaren Vierten rauslaufen. Nee, die 2 hole ich mir. Irgendwie. Aber nicht hier. Ah, deutlich besser rausgekommen, oder? Das ist gut. So, wo bist du? Bist du schon hinter mir? Ja, jetzt bist du neben mir. Topspeed 3,22. Finde ich gut. So, und jetzt nochmal der S gegen ihn. Okay, bringt mir nicht viel. Aber ich komme die Runde ran. Hoffentlich. So, jetzt kommt wieder die Runde. Okay, da muss ich vom Gas gehen, das geht nicht anders. Ich muss den einfach abschießen. Rotzberg ist nicht reingegangen, das ist doof. Der geht auch nicht mehr rein, anscheinend. Mm-mm. Okay, Fett machen wir weg, sonst haben wir am Ende kein Benzin mehr, war auch nicht. Was sind deine Tankanzeigen? Hab keine. Nee, du hast keine Tankanzeigen, nee. Du Sprit beim Auto ist. Ja, ein Überschuss von 0,9. 0,9 was? Liter. Nee, Runden ist das. Achso, okay. Okay, der hinter mir kommt mit seinen weißen Reifen eh nicht hin, das heißt, ich fahre komplett gegen Verstappen. Wobei das auch... Ach, schade. Kommst du in die Karre gehen? Leider. Ist halt Red Bull, ne? Ja. Aber da vorne fährt noch... Bottas, wie gern ich ihn hätte. Das war voller Lenkeinschlag. Also, hier verkacke ich halt die ganze Zeit, die ich auf den Geraden rausfahren kann, wegen den Kurven, logischerweise. Auf den Geraden liegt er echt gut, auch mit kaputten Flügeln, aber... Nee, da verliere ich. Es wird auf einen, wahrscheinlich sogar 5. Platz rauslaufen. Mit den 3 Sekunden. Ja. Aber das werden wir im Laufe der Saison alles aufholen. Fahrer hinter mir. Was willst du von mir mit der scheiß Strategie? Könntest du mir meinen Ton wiedergeben, bitte? Ich hab einen.
Fahrer hinter mir. Hinten hinter dir. Unser Dankeschön. Abstand zum Hintermann beträgt 2,0 Sekunden. Sie fahren mit alten Medien. Das finde ich schlecht. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,32,8. Hey. Fahrer hinter mir. Button liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum 2,9, okay. 2,0 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Hä, hey, was willst du? 2,9 ist es. Das Problem ist, ich hätte mit den Roten auch nicht durchfahren können. Die wären kaputt gegangen. Eben hat er gesehen, die Kurven sind ziemlich geschlängelt. Leider. Ich hätte die wie Rosberg mit Weißen weiterfahren müssen. Aber das weiß man halt immer nicht, was alles passiert. Und dass der mit Weißen durchfahren kann, hätte ich nicht gedacht. Weil das sind fast 20 Runden gewesen. Ja, naja, oder? Ne, 5? 20, 15, 20. 9. Nee. 14 Runden waren es. Wie er mit denen, wenn er ins Ziel kommt, fährt. Fahr da hinter mir. Jetzt müssten es mehr als 3 sein. Ja. Du darfst dir jetzt keinen Schnitzer mehr leisten. Was? Du darfst dir keinen Schnitzer mehr leisten, sonst reichen diese 3 Sekunden nicht. Ja, ich muss halt in der jetzt letzten Runde richtig gut fahren. Und gut fahren. Sagte er und verkackte. Vollgas gegen die Wand. Ja, das wäre es jetzt. Ich würde einen Schreikampf führen. Ich nicht. Fahre hinter mir. Weiß ich. 3,2 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Okay, hat weniger. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 32,7. Das hatten sich überhaupt nicht mehr. Nee. Der fährt auch auf Fett durch, gehe ich von aus. Richtig abgezogen. Hey, soll ich auch noch Fett machen während jetzt hier nee. Die letzte Runde? Ja, doch, hätte ich. Gut. Ich kann sie noch mal was rausfahren. Dafür muss ich aber gut sein. Ja. Fahrer hinter mir. Button hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 3,3 Sekunden. Sie fahren mit alten Mediums. Okay. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,32,7. Die Kurve kann ich halt auch nicht mehr so voll fahren, wie ich es gern hätte. Ja. Leider. Erstens wegen dem Flügel, zweitens wegen den Reifen. Boah, ich glaube, der ist echt mehr dran. Fahrer hinter mir. Button liegt hinter dir. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 3,6 Sekunden. Geht! Sie fahren mit alten Mediums. Geht! Die letzte Rundenzeit lang. Boah! Könnte noch der vierte Platz werden. Nein, fünfter. Oh nee. Das Wetten 2,9 Sekunden. Ja. Das eine Ding im Kiesbett war es jetzt. Ja, nein. Das oder eine Runde zu wenig Fett gefahren. Oder so. Es war mehr drin, wenn ich mich nicht verkalkuliert hätte. Ja, brillant, du Matthias. Stefan, was hat hier wohl. Freue ich mich auf meinen ersten Sieg. Die Safety-Car-Phase hat den Rennverlauf auf den Kopf gestellt, nicht wahr? Es ist schwer zu sagen, was ohne sie passiert wäre, aber er hat diese Situation auf jeden Fall ausgenutzt und sich eine gute Position verschafft. Ja, da hat er leider recht. Ich habe mich verkalkuliert. Und ich habe mich über Ferrari aufgeregt und mach selber. Wir feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz oben. Den könntest du jetzt auch nachhalten. Mir hätte sogar ein zweiter oder dritter Platz gereicht, weil erster Platz im ersten Rennen wäre schon zu viel gewesen. Ja, okay. Aber dann dürftest du jetzt auch nass spritzen. Ja. Bottas und Verstappen da oben, das passt schon. Mal gucken, nächstes Rennen, Bahrain. Nico Rosberg übernimmt nach diesem ausgezeichneten Ergebnis die Führung der Weltmeisterschaft. Gehen wir mit den 3 Sekunden. 34,0, sogar 300. Das heißt, der ist auf 2,7 rankommen. Boah.
heute ja, gesagt hat, ist er das nicht auf Kosten von Geschwindigkeit oder geschickten Überholen. Aber Vettel ist auch nur Neunter, also Ferrari hat eine desolate Leistung. Das muss man einfach so sagen. Das liegt an den Fahrern, ne? Dieses Wochenende dabei waren. Ja. Ich hoffe, es hat so, Moment, Rennleitung, das meinte ich nämlich vorhin. Bis zum nächsten Mal. Vorfälle, da. Nee, ja doch. Kimi Räikkönen Kurve abgesehen, Streckenbegrenzung, Kollision mit Massa, 3 Sekunden Strafe Kimi Räikkönen, ja okay. Lewis Hamilton, did not finish, das ist gut. Durchfahrtsstrafe für Rasen während der Safety Car Phase, das meinte ich nämlich vorhin. Habe ich nicht gemacht, das ist gut. Und ansonsten ist eigentlich nicht viel passiert. Ist da irgendwie Kollision mit Hamilton passiert? Dass der nicht gefällt. Aber hier steht zwar Strafe, aber steht nicht dort, was für Strafe? Doch, 3 Sekunden. Wo steht das? Da, bei mir hier, zum Beispiel. Ach, da wo Achtung steht, kam nichts. Nee, das ist einfach nur eine Verwarnung quasi. Ah, okay, aber nicht 3 Sekunden. Ja, okay, hier sieht man Spieler auf Experte. Button, Verstappen, Bottas und Dingens hier. Wer ist ein Bottas? Ein Finne. Okay, kenn ich gar nicht. 1,30 meine beste Zeit. Boah, ist schon schlecht. 2 Minuten 11. Medium? Irgendwie passt das nicht. Du bist doch RS gefahren am Schluss. SS. Ja. Passt doch. Nee, passt nicht, weil ich nicht am Schluss mit weißen Reifen gefahren bin. Das ist ein Anzeigefehler, das geht so nicht. Okay, dann sind wir wohl fertig. Gehen wir auf weiter. Das hier ist die Dingensmeisterschaft, die Fahrermeisterschaft. Da sollten wir, wenn möglich, am Ende der Saison ganz oben stehen. Und das ist die Konstrukteursmeisterschaft. Wir sind auf Platz 5. Wir sind schlecht. Sogar McLaren Honda ist vor uns. Das wird jetzt weggehen. Alter, das sind Japaner. Die fahren voll mit einem Reiskocher. Voll abgelöst. Okay, dann verabschieden wir uns aus der Folge. Nächste Folge fahre ich wahrscheinlich allein. Werd genauso viel Scheiße reden, werd genauso schlecht fahren. Aber ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, ich kriege das mit dem Zusammenschneiden hin und das sieht gut aus. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.